Als nächstes am Wort ist Wolfgang Zanger von der FPÖ. Managementgehälterbericht des Rechnungshofs, der jetzt schon des Öfteren hier behandelt wurde, alle 2 Jahre kommt er heraus, zeigt eigentlich immer wieder ein ähnliches Bild. Und eines der Problematiken haben wir auch diesmal wieder herausgekehrt, die dieser Bericht in sich trägt, ist jener, dass die Gehälter in absoluten Zahlen dargestellt werden. Es ist objektiv nicht sehr einfach zu beantworten, verdient der Manager viel, verdient er wenig. Wenn ich nicht weiß, wie gliedert sich das Gehalt? Es gibt immer ein Basisgehalt und dazu gibt es dann die leistungsorientierten Komponenten, die normalerweise von Mindeststandards oder Zielerreichungsmaßstäben abhängig sind. Es wäre für uns schon wichtig zu wissen, welche sind das, welche Zieldefinitionen gibt es, um Prämien und Bonifikationen zu erlangen. Wenn einer gut wirtschaftet, dazu ja meines Erachtens auch gut verdienen, damit habe ich kein Problem. Wenn aber das Basisgehalt schon so hoch ist, dass es sage ich mal, in einer nicht mehr vertretbaren Höhe ausbezahlt wird und nur mehr geringere Komponenten an leistungsorientierten Parametern daran geheftet sind, dann habe ich schon ein Problem. Das können wir aber nicht sagen. Und das ist die Problematik an dem Ganzen und deswegen müssen wir an einer Darstellung dieses Berichts arbeiten, der eben genau diese Gliederung mit sich bringt. Zum Punkt der Anonymisierung, das ist mir gerade spontan eingefallen, das haben wir im Ausschuss auch gefragt gehabt. Der Herr Präsident hat dann mich auf eine Compliance-Richtlinie hingewiesen von, was war das jetzt, von der OECD, genau, die besagt, wenn Gehälter so hoch sind, dass man ethische Bedenken daran knüpfen könnte, dann ist es sehr wohl möglich, diese Anonymisierung aufzuheben. Und ich denke darüber nach, für mich selbst, aber ich glaube auch für uns als Nachdenkprozess wäre es durchaus einmal anzudenken, ob ab einer gewissen Höhe des Einkommens nicht doch die Namen genannt werden, sondern auch sollen auch unabhängig vom Datenschutz. Das spießt sich ein bisschen, das weiß ich, aber ich stelle es einmal da als Diskussionsgrundlage her. Ein weiterer Punkt, den wir da im Ausschuss behandelt haben, zu diesem Einkommensbericht dazu, der auch heute da mit Thema ist, ist ein Antrag, den ich gestellt habe bezüglich der Pensionen in der Österreichischen Nationalbank. Ganz konkret geht es hierbei um jene Pensionen, die der Dienstbestimmung 3 unterliegen. Das ist so ein bisschen ein Ausreißer in dem Ganzen. Es ist schon richtig, dass die ÖNB dort und da ein bisschen einen Prozess eingeleitet hat, um das Ganze zu novellieren. Aber dort klubt es noch gewaltig. Und zwar geht es darum, in der Dienstbestimmung 3 besteht die Pension aus einem Anteil ASVG und einem Pensionskassenanteil. Und hier wird vorgerechnet eine sogenannte Vergleichspensionsanwartschaft, die auf die Dienstbestimmung 2, auf die Pension laut Dienstbestimmung 2 abzielt. Jetzt ist die Dienstbestimmung 2 zwar bereits reformiert worden, aber die Bestimmung der Dienstbestimmung 3 zielt noch auf die nicht veränderte Größe ab. Und das führt dazu, dass wir in der Nationalbank noch gewaltige Pensionen haben, die zwischen 300.000 und 400.000 Euro pro Jahr liegen. Also nach wie vor ist das ein Luxustrempel für Luxuspensionäre und deswegen haben wir auch diesen Antrag gestellt, der von Ihnen abgelehnt worden ist mit dem Argument, naja, die haben ja eh schon so viel down. Eben in diesem Bereich noch nicht und eben darum ist es wichtig, dass auch hier etwas passiert. Wir werden diesen Antrag zu gegebener Zeit wieder einbringen. Und eins noch zum Schluss, weil es ebenfalls zur Nationalbank passt, wie kann es sein, dass Witwenpensionen in der Nationalbank von Haus aus zur Gänze mit 60% vom letzten vom Einkommen des Verstorbenen ausbezahlt werden. Gängig ist es, dass die Witwenpension zwischen 0 und 60%, je nach Höhe des Einkommens des verstorbenen Gatten, ausbezahlt wird. Bei der Nationalbank sind es von Haus aus 60%, ein Umstand, den ich so nicht stehen lassen kann. Danke. Argumentiert Wolfgang Zanger von der FPÖ.